So, da sind wir drauf. Einen wunderschönen guten Abend hier vom Heimspiel am Giesenberg zwischen dem Herner e.V. und dem Herforder e.V., also die beiden HEVs gegeneinander. Der Endstand des Spiels war 7:2 und ich habe beide Trainer neben mir, der Gästecoach Risto Kukkinen und wie immer Tobias Stolikowski auf meiner linken Seite. First words for sure from you, Risto. To the game. Yeah, first of all, congratulations for the win. I hope that was a good preparation for the Tuesday. For us, it was just a game, of course, to play. We didn't have, of course, we wanted to end the season as good as possible, but we couldn't do that with the little short lineup too. And basically, that's enough for the game. There's not much to say. We tried, but and based on a good style, and season is over now for us. Okay, thank you, Risto. Kurze Übersetzung. Sie sind hier hingekommen, um natürlich bestmöglich die Saison abzuschneiden. Und ich denke, das hat man eben auch gesehen. Sie haben gearbeitet, aber möglich war es nicht. Gerade mit einem kurzen Line-Up eben, dritter Block war nicht ganz vollständig. Und ja, er denkt, mehr ist auch eigentlich nicht zu sagen, weil jetzt ist die Saison beendet und war eine harte Saison. So, but maybe just a few words more to the season for you, how it goes all the season long. I think it was a tough one. Yes, yeah, for me it was 4 months long this season, and yes, it was tough. Like the team was in a tough situation when I came, and for sure it was really tough for the players. And I'm happy how we tried and we get it better, and we developed our game. Won a couple games there too, but of course, all of me personally waited a little bit more better. What should I put it? Tough season. Yeah, maybe good that it is over now. Let's put it this way. Okay, er sagt, es war in der Tat eine harte Saison und er ist auch jetzt ein bisschen froh, dass sie vorbei ist. Gab öfter Ausfälle eben auch, wo es immer wieder schwierig war, sich darauf einzustellen. Immer wenn sie gerade dann irgendwie guten Fortschritt hatten, wie zum Beispiel auch bei dem Sieg gegen Herne in Herford eben auch, wurde es danach dann wieder ein bisschen schwerer und er ist froh, dass sie dabei sind. So, but compliments for your atmosphere, your fans, your team today, and we wish you all the best for the summer and thanks a lot for being here. Yeah? Our fans being great. Yeah. Okay, er dankt nochmal allen Fans auch, gerade natürlich den Herfordern, die hier so zahlreich angekommen sind. Stolli, dann bitte, genau, natürlich. Dann vielleicht noch deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Schönen guten Abend, Dankeschön für die Glückwünsche. Ja, wir wollten mit einem guten Feeling in die Pre-Playoffs starten, das haben wir gut hingekriegt. Wir haben mit 4 Reihen gespielt. Druck wollten wir aufbauen, dass wir ein bisschen mehr Playoff-Eishockey reinbringen. Das haben wir auch ganz gut hinbekommen über die 60 Minuten. Es war nicht alles gut, aber es war auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Wir wollten 3 Punkte mit einem guten Feeling das Spiel beenden. Das haben wir. Jetzt haben wir die Hauptrunde mit 3 Punkten und mit dem Sieg beendet. Jetzt warten wir auf unseren Gegner und werden wir uns dann drauf vorbereiten. Dankeschön. Ja, danke für die Worte. Das mit dem Gegner würde ich jetzt hier dann auch auflösen, weil zum Schluss stand es 7:4 für Rostock gegen Tilburg. Das war das Spiel, was noch offen war. Tilburg hatte sogar den Torhüter rausgenommen eben am Ende, aber dementsprechend durch den Rostocker Sieg ist es dann am Ende Leipzig für uns geworden. Also Dienstag spielen wir in Leipzig, am Donnerstag um 19 Uhr dann hier gegen Leipzig in der Hannibal Arena. Und wir sind gespannt. Wie würdest du denn unsere Saison bisher zusammenfassen? Ja, ist natürlich wie eine Achterbahnfahrt. Ne? Es waren ein paar gute Spiele dabei, ein paar schlechte Spiele dabei. War nicht konstant genug. Darum sind wir auch da jetzt, wo wir stehen. Es war nicht immer alles schlecht auch. Wir haben nicht viele Spiele auch hoch verloren. Also es war eigentlich immer knapp. Wir waren dran, aber die engen Spiele oder Overtime haben wir oft verloren. Und darum steht man dann auch da, wo man jetzt steht. Aber Playoffs oder Pre-Playoffs ist so scheißegal. Wenn man gewinnen will und weiterkommen will, dann ist die Platzierung jetzt so egal. Wir müssen auswärts jetzt anfangen. Einmal müssen wir auf jeden Fall in Leipzig dann, wie es ausschaut, gewinnen, dass wir an den Playoff teilnehmen dürfen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht da noch zur Ergänzung. Also ein mögliches drittes Spiel wäre am Freitagabend dann in Leipzig natürlich. Von daher genau, vielen Dank auch für den Hinweis. Ich könnte dich jetzt nach einer Strategie fragen, da werde ich keine Antwort zu kriegen. Wie sieht es morgen aus? Lockeres Training oder frei? Frei? Nee, wir werden jetzt morgen natürlich uns treffen. Ein bisschen, klar, lockeres Training, vielleicht noch ein paar Sachen ansprechen. Dann die Nacht werde ich das zusammenschneiden, alles, was Leipzig uns erwartet. Aber wir haben jetzt auch schon viermal gegen Leipzig gespielt. Dann werden wir uns morgen darauf vorbereiten, Dienstag nochmal vor der Fahrt darauf vorbereiten und dann morgen lockeres Training und dann Dienstag ab in Bus und dann Richtung Leipzig. Ja, vielen Dank. Danke für deine Einschätzung, für deine Worte und ja, allen, die eingeschaltet haben, vielen Dank für die Hauptrunde, für die vergangene. Euch nochmal alles Gute, best wishes for the summer und ja, euch natürlich als Team alles Gute übermorgen in Leipzig, damit wir das am Donnerstag fortführen können und dass die Saison so lange bleibt wie möglich. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis am Donnerstag hier am Giesenberg. Danke. So. Letzter Hauptrundenspieltag. Ihr müsst euch am Ende 7-2 in Herne geschlagen geben. Gib uns mal deinen kurzen Einblick zum Spiel. Mein Eindruck ist, das erste Drittel haben wir noch gut mitgekämpft, da haben wir noch gezogen. Da hatten wir auch noch die genug Kraft. Wir sind leider wieder mit einer kleinen Truppe angereist. Ab dem zweiten und dritten Drittel hat man gemerkt, dass doch schon von den kommenden Wochen oder von den letzten Wochen besser gesagt einfach die Kraft gefehlt hat, um mitzuhalten. Gut ab vor Herne. Ich hoffe, die gehen gut weiter voran. Und für uns heißt es erstmal, den Sommer wieder gut vorbereiten und nächste Saison wieder durchstarten und einfach ein besseres Ergebnis auf jeden Fall bringen für nächste Saison. Euer Beginn, wie du schon selber gesagt hast, war sehr zielstrebig. Ihr seid sogar 1-0 in Führung gegangen. Euer Ziel war wahrscheinlich heute als letzten Spieltag nochmal 3 Punkte mitzunehmen, oder? Ja, wir wollten gerne noch vielleicht den 11. Platz noch holen, um nicht als letzter natürlich aus der Saison rauszugehen. Man muss auch sagen, die letzten, ich will sagen, 2 Monate haben wir gekämpft, um noch irgendwie was rauszuholen. Es war halt leider ein bisschen zu spät jetzt am Ende des Tages. Aber ich kann der Mannschaft und keinem aus der, generell aus der Organisation irgendwas vorwerfen. Wir haben es versucht. Jetzt kommen wir, wenn wir jetzt mal die ganze Saison betrachten. Ihr habt einen Saisonstart hingelegt, der sich sehen lassen kann. Ihr habt im ersten Spiel direkt 8-3 zu Hause gegen Leipzig gewonnen. Am Ende steht man auf dem letzten Platz. Da ist viel zwischen passiert, oder? Kannst du uns mal einen Eindruck so über die ganze Saison geben, wie ihr die so wahrgenommen habt? Wie du schon sagst, ja, am ersten Spieltag haben wir ein Highlight erlebt, da dachten wir, na gut, das wird eine überragende Saison bei uns, aber es hat leider so gestartet mit einem hohen Ergebnis und danach darauf folgend wieder ein hohes Ergebnis gegen uns. Wir haben eine Achterbahnfahrt am Anfang gehabt, keine klare Zielführung oder keine klare Struktur bei uns in der Mannschaft. Haben sehr lange gebraucht, haben dann auch eine ganz lange Zeit einfach sehr viele Spiele verloren am Stück. Mental sehr schwer gewesen für die Mannschaft, haben versucht immer dagegen zu kämpfen. Am Ende hat es einfach nicht gereicht, um in Aufholjagd zu gehen. Du sagst gerade mental auch schwer. Wie schafft man es da, ein Team, eine richtige Einheit zu bleiben und nicht auseinanderzubrechen? Man muss versuchen, immer Humor zu haben. Man muss immer in die Kabine kommen, immer versuchen, immer im Kopf beizubehalten, dass man mehr machen muss als jemand anderes aus der anderen Mannschaft. Wir haben es versucht. Wir haben versucht, immer nicht negativ immer reinzukommen, auch wenn es wirklich schwer war. Irgendwann mal, wie gesagt, schon viel zu spät ist der Knoten geplatzt. Da haben wir auch mal ein paar Spiele gewonnen, haben selbst wieder zu uns gefunden, gesagt, okay, wir können doch was, wir können gut spielen, wir können mithalten. Aber am Ende des Tages war es halt zu spät. Jetzt habt ihr oder du eine lange Sommerpause vor der Brust. Das war jetzt erstmal euer letztes Spiel in der Saison 23-24. Weiß man schon, wie es danach für dich weitergeht? Wo siehst du dich nächstes Jahr? Ich hoffe doch weiterhin in der Oberliga. Aber erstmal muss ich ehrlich sagen, ich denke gar nicht über die nächste Saison nach. Ich will erstmal diesen Sommer genießen, ein bisschen wegkommen vom Eishockey erstmal, um auch einen freien Kopf zu kriegen, weil es war schon sehr viel zum Ende hin. Was heißt ein bisschen wegkommen vom Eishockey? Jetzt gar kein Interesse mehr, Handy weglegen und abschalten oder guckst du dir vielleicht doch noch ein Spiel von Liga-Konkurrenten an? Oder? Also man wird immer wieder reinkommen, wie die Playoffs laufen bei den anderen. Ich wünsche jedem, der die Playoffs gekommen ist, einfach eine verletzungsfreie Playoffs und auf jeden Fall auch eine gute Playoffs zu spielen. Ansonsten vielleicht mal zum Spiel hinkommen, aber selber mich und selber Schläger in die Hand zu nehmen oder zu denken, du, ich gehe jetzt mal ein paar Schüsse nehmen irgendwo neben dem Eis, das
sehe ich jetzt gerade noch gar nicht. Alles klar, dann danken wir dir für deine kurze Zeit, wünschen eine erholsame Sommerpause und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr. Jo, ich danke auch. Ciao, ciao. Du bist soweit? Yes. So, bei mir Michael Ackers, Kapitän des Herrn IV. Michael, Saisonhauptrunde ist jetzt zu Ende. Ihr hattet nochmal ein Heimspiel gegen Herford, habt am Ende 7-2 gewonnen. Gib uns erstmal einen Eindruck zu dem Spiel heute. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir mit einem Siegergefühl jetzt in die Pre-Playoffs starten. Es war kein schönes Spiel, aber ja, am Ende des Tages haben wir 7-2 gewonnen, haben uns ein gutes Gefühl geholt und das ist, glaube ich, das Einzige, was heute noch zählt. Man hatte leider wieder das Pech oder Problem, dass man 1-0 zurücklag, ziemlich früh. Ihr konntet das Spiel aber diesmal zu euren Gunsten drehen. War das vielleicht auch nochmal wichtig, das in die Pre-Playoffs mitzunehmen? Ja, mit Sicherheit. Also wir hatten auch viele Spiele, wo wir schon geführt haben und haben es hinten raus dann weggeworfen. Aber auf jeden Fall. Also früh in Rückstand geraten ist nie der Gameplan, aber ich glaube, wir sind dann relativ schnell wieder zurückgekommen und haben das Spiel am Ende klar gewonnen. Jetzt gib uns mal ein Fazit über die ganze Saison hinweg. Wie lief bei euch die Saison so ab? Ihr habt zu Hause gegen Hamm die Oberliga eröffnen dürfen dieses Jahr. Habt da auch in Overtime gewonnen und dann ist einiges passiert. Es gab viele Höhen und Tiefen. Gib uns mal einen Eindruck, wie hat die Mannschaft die Saison bis jetzt so miterlebt? Puh, ganz schwierige Saison. Ich würde sogar fast sagen, dass das vom Gefühl her so die durchwachsenste Saison war in den 12 Jahren, die ich jetzt hier bin. Du hast schon gesagt, Auf und Abs. Und das Schlimme ist, dass nach einem Auf im nächsten Spiel direkt das Ab kam. Also wir sind wirklich immer wieder durch Höhen und Tiefen gegangen. Jedes Wochenende war 50-50. Du konntest die Würfel schmeißen und wusstest nicht, was passiert bei uns. Es war Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Ich weiß gar nicht, wie oft wir, ob wir überhaupt mal 3 oder 4 Spiele am Stück gewonnen haben. Ganz durchwachsene Saison, also auch so von den Themen, die hier rund um uns passiert sind, hättest du im November, Dezember schon fast 2 Saisons füllen können, also mit Spielerwechseln und den ganzen Drum und Drumherum. Also das war ja keine schöne Saison, aber wir haben definitiv jetzt noch Spiele vor uns, um die in irgendeiner Art und Weise vielleicht in eine richtige Richtung zu lenken. Und dann schauen wir, was dann am Ende des Tages bei rumkommt. Du sagst es genau, ihr habt jetzt noch ein paar Spiele vor euch. Mit wie vielen Spielen rechnest du, die noch auf euch zukommen werden? Boah, schwierige Frage. Also ich hoffe auf jeden Fall auf 2 sind uns ja sicher. Ich hoffe, dass wir das dann mit diesen 2 Spielen auch schon die Pre-Playoffs klären können. Weil so ein Entscheidungsspiel dann am Freitag, direkt einen Tag später, das will keiner haben. Aber gut, ich will jetzt hier keine Prognose abgeben. Ich will jetzt weder in irgendeine positive oder negative Richtung irgendwas sagen. Wir müssen vorausgucken. Also wir müssen jetzt erstmal aufs Dienstagsspiel schauen und gucken, dass wir da gewinnen. Weil ein Auswärtsspiel müssen wir in der Serie sowieso gewinnen. Und wenn wir es am Dienstag ziehen, dann haben wir definitiv den Vorteil, dass wir dann am Donnerstag hier zu Hause spielen. Aber ja, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie viele Spiele können es noch werden oder werden es noch? Keine Ahnung. Heute sind nochmal einige wilde Ergebnisse in der Oberliga passiert. Unter anderem hat Leipzig gewonnen gegen Essen oder Rostock hat auch mit euch mitgewonnen. Demnach konntet ihr den 10. Platz nicht mehr verlassen und müsst jetzt gegen Platz 7 Leipzig spielen. Bist du mit dem Gegner einverstanden oder zufrieden oder hättest du dir lieber was anderes gewünscht? Am Ende des Tages sind wir 10. geworden und müssen mit dem leben, was da kommt. Also wir haben das versucht, wir haben versucht, noch einen Platz in der Tabelle nach oben zu rutschen, haben unsere Hausaufgaben dafür heute gemacht. Wir haben es definitiv nicht heute versaubeutelt, aber es ist Leipzig, aber ob es jetzt Leipzig oder Erfurt gewesen wäre oder geworden wäre, spielt keine Rolle, weil am Ende des Tages musst du die Serie gewinnen, egal gegen wen. Macht es vielleicht einen Unterschied, dass Leipzig jetzt auch mit einem Sieg in die Pre-Playoffs startet?
mit Sicherheit. Also wenn die heute einen auf den Platz bekommen hätten, dann wäre es mit Sicherheit anders gewesen. Aber dann hättest du vielleicht auch so argumentieren können, dass sie dann eine Trotzreaktion gezeigt hätten am Dienstag. Also es ist immer ganz schwierig im Sport, irgendwas zu kalkulieren oder in irgendeine Richtung irgendwas zu sagen, weil jedes Spiel ist neu und kannst auch sagen, wir haben das letzte Spiel in Leipzig gewonnen, in Erfurt haben wir es nicht gewonnen. Vielleicht spricht das auch für uns oder spricht das dafür, dass wir eher gegen Leipzig hätten spielen sollen als gegen Erfurt. Aber es spielt keine Rolle. Also Dienstag ist ein neues Spiel, es wird eine harte Serie. Ich habe das in einem anderen Interview schon mal gesagt. Es wird vom Gefühl her wenig ums Eishockey gehen und mehr um den Kampf. Und wenn wir den Kampf annehmen, dann werden wir eine gute Möglichkeit haben, in die nächste Runde einzuziehen. Also gehst du davon aus, euch erwartet auf jeden Fall ein sehr körperliches Spiel oder eher taktisch geprägt? Wie stellst du dir das vor? Auch das ist eine schwierige Frage. Also es kann wirklich in alle Richtungen laufen. Es kann auch laufen von keiner Strafzeit bis zu 120 Strafminuten, vom zerfahrenen Spiel bis zum schnellen Spiel. Wir müssen auf alles eingestellt sein. Also wir müssen uns auf Leipzig vorbereiten. Und was dann am Dienstag passiert, werden wir ab 20 Uhr dann sehen, wenn der Puck eingeworfen wurde. Michael Ackers, dann danken wir dir für deine Zeit. Ich wünsche viel Glück für die Pre-Playoffs und dass die Saison halbwegs lange noch geht. Dankeschön, danke.